folgen. Und ein letzter Hinweis vielleicht noch, wenn Sie mögen und vielleicht auch schon an CDU Live-Veranstaltungen teilgenommen haben, dann wissen Sie, Sie können hier Fragen stellen an, ja, an Norbert Röttgen nachher. Gerne jetzt schon Ihre Fragen einreichen. Das geht unter dem Feld Wortmeldungen. Das ist direkt unter dem Livestream. Für alle, die es noch nicht wissen, erklären wir das gleich noch ein bisschen genauer. Aber jetzt erstmal, Frank, geht's mit dir weiter. So ist das, genau. Und vor allem nachher auch wird Norbert Röttgen bei uns im Studio sein. In ungefähr 10 Minuten ist es soweit. Wir beide werden Sie dann auch durch den heutigen Diskussionsabend führen und begleiten. Jetzt aber nutzen wir die 10 Minuten, die wir haben, für ein kleines Vorprogramm, um Sie ein bisschen einzustimmen auf den heutigen Abend, so vorzubereiten, dass am Ende wir alle uns auf einen schönen Diskussionsabend freuen können. Diejenigen von Ihnen, die schon am vergangenen Montag dabei waren, wissen ja jetzt schon, was auf Sie zukommt. Aber ich bin sicher, die eine oder der andere ist auch heute zum ersten Mal dabei und deswegen werden wir beide heute hier den Spagat versuchen, Gott sei Dank nur im übertragenen Sinne, das Wissenswerte, was heute zu vermitteln ist, zu vermitteln, auf der anderen Seite aber auch ein paar neue Dinge zu vermitteln, sodass alle, die heute zuschauen, Freude an dem heutigen Abend haben. Ja, Frank und mich sehen Sie ja schon im großen Livestream-Fenster, aber wir wollen Ihnen natürlich ein bisschen mehr bieten. Deswegen machen wir ein bisschen Vorprogramm. Sie können zum Beispiel auch den Chat nutzen. Dort können Sie mit anderen Teilnehmern chatten. Alles, was Sie dort aber reinschreiben, ist auch für alle sichtbar. Aber gerne nutzen Sie das jetzt schon und tauschen Sie sich mit den anderen Teilnehmern auch gern aus. Und Sie merken schon, Sie sollen heute wirklich nicht nur zuschauen, sondern sich aktiv beteiligen. Das gilt nicht nur für die Wortmeldungen, sondern auch für die beiden kleinen Umfragen, die wir im Laufe unseres Vorprogramms für Sie vorbereitet haben. Und mit der ersten Umfrage starten wir exakt jetzt. Denn wir wollen Sie einfach ein bisschen näher kennenlernen. Wir wollen jetzt von Ihnen wissen, wie alt sind Sie eigentlich? Oder wie jung, je nachdem. Und wenn Sie uns über die Plattform aus zuschauen, dann erscheint jetzt bei Ihnen ein Eingabefeld, ein Eingabefenster mit verschiedenen Alterskategorien, da sehen Sie sich schon. Und klicken Sie bitte diese Alterskategorie an, der Sie zugehören und danach auf Abschicken klicken. Und dann sind wir sehr gespannt, was da am Ende bei rauskommen wird. Und ich verspreche Ihnen im Gegenzug schon jetzt, dass ich Ihnen im Laufe der heutigen Vorprogrammzeit mein exaktes Alter auch noch verraten werde. Ob es ein Anreiz ist oder nicht, weiß ich jetzt nicht, aber ich hoffe, Sie machen alle fleißig bei der Umfrage mit. Während wir auf das Ergebnis der Umfrage warten, noch ein paar Hinweise zum Thema Mitgliederbefragung. Sie alle wissen ja, zum ersten Mal in der Geschichte der CDU führen wir eine solche Mitgliederbefragung durch. Und deswegen unsere herzliche Bitte, lassen Sie sich alle diese historische Chance nicht entgehen, bei der Mitgliederbefragung mitzumachen. Und am besten machen Sie das online. Das ist schnell, einfach und effizient. Und es entspricht im Übrigen auch unserem Anspruch als CDU, die digitalste Partei Deutschlands zu sein. Machen Sie es also wie weitere mehr als 110.000 Mitglieder, die sich bereits jetzt schon online registriert haben. Wenn Sie das noch nicht getan haben sollten, dann können Sie das noch nachholen bis zum 2. Dezember um 23.59 Uhr. Gehen Sie einfach auf www.anmeldung-cdu.de und dort müssen Sie den Link zur Anmeldung nutzen, den wir Ihnen per E-Mail am 12. November zugesandt haben. Und dann können Sie online an der Mitgliederbefragung teilnehmen. Diejenigen von Ihnen, die sich weder für die Online-Wahl noch für die Briefwahl angemeldet haben, die erhalten automatisch per Post rechtzeitig die Wahlunterlagen. So, und jetzt schauen wir vielleicht mal, ob wir schon ein Ergebnis unserer kleinen Umfrage haben. Da ist es ja. Ich habe schon mal ein bisschen raufgeschaut und ich sehe, es verteilt sich doch eher in dem Bereich 45 bis über 64. Frank, entspricht das auch so dem Altersdurchschnitt in der Partei? Tatsächlich, dann haben wir heute wirklich einen repräsentativen Querschnitt, muss man sagen. Also das Durchschnittsalter liegt so bei ungefähr 62 Jahren. Also insofern passt das schon ganz gut. Aber in der CDU gibt es ja eh nur Junge und Junggebliebene. Insofern jede und jede ist herzlich willkommen. Aber schön, dass Sie alle so fleißig bei der Umfrage mitgemacht haben. Vielleicht noch einmal ganz kurz zurück zum Prozess der Mitgliederbefragung und den wichtigen Terminen und Fristen, die jetzt für Sie wichtig sind. Sie können das alles übrigens auch nachlesen auf unserer Plattform unter dem Reiter Termine. Schon morgen geht es nämlich mit dem nächsten CDU Live weiter, denn dann erwarten wir um 18.30 Uhr Helge Braun bei uns hier im Studio. Und nächste Woche Mittwoch, den 1. Dezember um 18 Uhr, ist dann das große Townhall-Meeting. Dort sind dann alle drei nominierten Kandidaten zusammen. Das wird unter anderem auch bei Phoenix live übertragen. Und jetzt komme ich übrigens zum Einlösen meines Versprechens von vorhin. An diesem Tag werde ich satte 54 Jahre alt. So, jetzt wissen Sie das auch und mein Versprechen ist hiermit eingelöst. Zu den weiteren Fristen bei der Mitgliederbefragung. Wir starten am 3. Dezember mit dem Versand der Wahlunterlagen. Die Abstimmungsphase selbst ist vom 4. bis zum 16. Dezember.
Am 17. Dezember haben wir dann ein Ergebnis. Und entweder wissen wir dann, wer neuer Vorsitzender ist, oder es gibt eine Stichwahl. Das werden wir sehen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen zum ganzen Prozess der Mitgliederbefragung, gehen Sie gerne auf unsere Seite www.vorsitz.cdu.de. Wenn Sie darüber hinaus Fragen haben, schicken Sie uns eine Nachricht per E-Mail an mitgliederbefragung@cdu.de oder Sie rufen uns an. Unsere Hotline ist werktags von 9 bis 18 Uhr besetzt unter der Nummer 030 220 70 333. Unser freundliches Team im Konrad-Adenauer-Haus hilft Ihnen gerne. So, jetzt aber zurück zum heutigen Abend. Christine, wie läuft es denn mit der Wortmeldung? Wie funktioniert das? Ja, und damit kommen wir zum wichtigsten Instrument für heute Abend, den Wortmeldungen. Die finden Sie direkt unter dem Livestream-Fenster. Dort können Sie einmal raufklicken und Ihre Frage an Norbert Röttgen schriftlich hinterlegen. Wichtig, machen Sie das gern auch jetzt schon. Geben Sie jetzt schon Ihre Frage ein. Das ist nicht zu früh. Wir müssen ja mit Ihnen nachher noch einen kleinen Technikcheck machen. Also gern dort jetzt schon die Frage hinterlegen. Der zweite wichtige Punkt ist, dass Sie die Checkbox bitte anklicken. Ich möchte live ins Studio geschaltet werden. Und wenn Sie dann noch auf Abschicken drücken, dann sind Sie auch schon hier im Studio und können Ihre Frage live an Norbert Röttgen stellen. Ganz genau. Und Ihre Fragen landen dann bei uns im Redaktionsteam. Das sind 4 Kolleginnen und Kollegen aus dem Konrad-Adenauer-Haus, die das Ganze ein bisschen sichten, die eine kleine Auswahl treffen, damit möglichst alle Themen, die Ihnen wichtig sind, heute auch zur Sprache kommen. Wir haben am letzten Montag gesehen, dass man wahrscheinlich pro CDU Live ungefähr bis zu 15 Personen zuschalten kann. Insofern machen Sie von der Möglichkeit bitte gerne Gebrauch. Geben Sie uns Ihre Wortmeldung, denn Ihre Wortmeldung ist das Salz in der Suppe unserer Veranstaltung heute. Ja, und da kommen wir schon zu dem Punkt, wie komme ich denn jetzt eigentlich ins Studio? Ins Studio schalten ist gar nicht so schwer. Wenn Ihre Frage von der Redaktion ausgewählt wurde, dann erhalten Sie eine Nachricht im Reiter KAH Redaktion. Der ist ganz rechts oben neben dem Livestream-Fenster. Dort ist ein gelber Punkt, dann haben Sie eine Nachricht, da klicken Sie einfach mal die Nachricht an. Da ist ein Link drin, den Link anklicken oder in ein neues Fenster kopieren. Und dann sind Sie in einem virtuellen Raum und werden von einem Kollegen begrüßt. Der macht mit Ihnen einen kleinen Technikcheck. Das heißt, funktioniert Ihre Kamera, Ihr Ton? Können Sie uns sehen und hören? Und wenn das alles passt, dann werden Sie auch direkt ins Studio geschaltet und können Ihre Frage an Norbert Röttgen stellen. Also gerne jetzt die Möglichkeit nutzen, stellen Sie Ihre Frage an Norbert Röttgen. Wir sind alle schon sehr gespannt darauf. Norbert Röttgen, denke ich sicherlich auch, er wird in wenigen Augenblicken bei uns hier im Studio sein. Bevor es soweit ist, haben wir noch eine zweite kleine Umfrage für Sie vorbereitet. Diejenigen von Ihnen, die am Montag schon dabei waren, kennen das schon. Wir machen das über eine sogenannte Word Cloud. Wir wollen von Ihnen wissen, welche Erwartungen haben Sie an einen neuen CDU-Vorsitzenden? Unabhängig davon, wer Ihr persönlicher Favorit ist oder wer es am Ende werden wird. Nutzen Sie die Word Cloud. Wir haben da ein Eingabefeld. Maximal 1 bis 2 Worte bitte eingeben. Sie können das Eingabefeld so oft nutzen, wie Sie mögen, aber bitte pro Eingabe 1 bis maximal 2 Worte. Und dann werden wir hier eine wunderbare Wortwolke zu sehen bekommen. Genau. Und jetzt, wo sich die Wortwolke schon aufbaut, läuft schon super. Nutze ich die Gelegenheit, denn wie am Montag auch, gehe ich jetzt quasi in ein anderes Teil des Studios, Frank, und verlasse dich. Aber ich gehe nicht ganz weg. Wir haben hier noch eine schöne Ecke im Studio eingerichtet. Und von hier aus werde ich jetzt die schriftlich eingereichten Fragen durchsuchen, den Chat durchsuchen und auch Ihre Fragen daraus an Norbert Röttgen nehmen und ihm stellen. Vielen Dank. Jetzt zurück zu dir, Frank, und zu unserem Gast. Hallo. Schönen guten Abend, Herr Röttgen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind und Zeit für uns gefunden haben. Hallo, Herr Niebuhr. Hallo. Wir leben ja in herausfordernden Zeiten. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den Satz in den letzten Monaten, Jahren gehört habe. Es stimmt ja, sowohl für die CDU, das Ergebnis der Bundestagswahl, die Folgen daraus, aber auch, dass wir alle mitten in der 4. Corona-Welle sind. Wie geht es Ihnen eigentlich in diesen Zeiten ganz persönlich? Also erstmal wirklich ganz persönlich. Ich bin gesund, meine Familie ist gesund, uns geht es gut, alle machen ihren Weg. Und darum geht es uns ganz persönlich gut. Aber irgendwie ist man auch nicht ganz persönlich in dieser Zeit, sondern wenn wir in der schlimmsten Phase dieser Pandemie sind, wenn Menschen sterben, und bei allen anderen Konflikten, die einen ja nicht unberührt lassen, wenn die Menschen jetzt durch Lukaschenko an die Grenze gebracht werden und vielleicht erfrieren, dann kann ich ja nicht sagen, aber mir geht's gut. Also das rein Persönliche, das ist gut, aber vieles drumherum bedrückt auch. Also es ist gemischt. Das ist emotional sehr nachvollziehbar. Es geht, glaube ich, vielen Menschen gerade so in dieser Zeit und dieser Phase. Mhm. Bevor wir gleich mit den Zuschaltungen beginnen,
Sie haben ja vielleicht mitbekommen, wir haben kurz vor Beginn des jetzigen Gesprächs mit uns beiden noch eine kleine Umfrage gestartet. Wir haben die Gäste an dem Bildschirm gefragt, welche Erwartungen sie an einen neuen CDU-Parteivorsitzenden haben. Und ich würde mit Ihnen gerne gemeinsam mal auf das Ergebnis dieser Umfrage schauen. Da haben wir sie schon. Sie sehen, dass die Begriffe, die sehr häufig genannt wurden, etwas größer sichtbar sind. Wie geht es Ihnen mit diesen Worten? Können Sie sich damit anfreunden? Ich bin sehr erfreut über die großgeschriebenen. Also Ehrlichkeit ist mir sofort in die Augen gefallen. Ich glaube, dass ehrlich währt am längsten. Es gibt ja sozusagen wahrscheinlich ein Lehrbuch von Machiavelli, wo man sagt, also du musst tricksen und alles anwenden. Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, dass Ehrlichkeit die Basis von Vertrauen ist. Man muss auch führen. Also alles laufen zu lassen und zu sagen, es entwickelt sich alles von unten, das glaube ich nicht. Es gibt Führungsverantwortung. Jetzt sind wir in der Situation der Erneuerung, die wir brauchen. Aber auch nicht irgendwie, sondern für Inhalte. Klimaschutz, klares Profil, Modernisierung, weil wir in einer modernen, neuen Gesellschaft leben mit neuen Herausforderungen. Also die sind irgendwie alle toll, muss ich sagen. Sehr passt gut. Also schon mal sehr gut. Ja, wie es ja auch bei allen Privatverträgen ist. Man soll ja auch immer mal aufs Kleingedruckte schauen. Wenn Sie bei den kleineren, fällt Ihnen da was ins Auge, wo Sie sagen, das finden Sie auch ganz spannend, ganz interessant? Also fast müsste ich gucken, was passt nicht. Europa stärken, das ist das, worum es geht, das ist die Aufgabe unserer Zeit. Das müsste eigentlich die Stunde Europas sein. Und leider sind wir so uneinig und auch wenig handlungsstark wie je zuvor. Man muss eine klare Sprache sprechen, sonst wird man nämlich nicht verstanden. Frauen in Politik, das ist ein Problem bei uns. Da müssen wir noch etwas tun. Klare Positionen, die braucht man. Sonst fragt man ja, was ist eigentlich jetzt CDU? Und dann gehe ich runter, Verhältnis zur CSU. Da würde ich vorschlagen, schauen wir besser nach vorne als zurück. Das ist die Wahrheit, das stimmt wohl. Aber also, ich gucke mal gerade, was hier nicht so richtig passt. Aber unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben, glaube ich, gute Sensibilität, ein gutes Gespür für das, was wichtig ist. Ne? Also das ist doch schön. Wunderbar. Also da gucken gute Leute zu, sehr schön. Auf jeden Fall, davon kann man fest ausgehen, sind alles gute Leute, die uns zuschauen, definitiv. Und jetzt stellen wir das auch unter Beweis, denn wir haben die erste Zuschaltung des heutigen Abends. Und das ist Frau Susanne Swanje-Weber. Grüße Sie. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Können Sie mich hören? Ja, wir können Sie gut hören. Kennen wir Sie vom vergangenen Montag vielleicht? Haben Sie da schon eine Zuschaltung gehabt? Nein, noch nicht. Okay, dann habe ich das verwechselt, aber stellen Sie jetzt gerne Ihre Frage bitte. Herr Röttgen, welche Beweggründe, welche Motivation haben Sie persönlich, um diese Kandidatur, die für uns sehr wichtig ist, anzutreten? Meine Motivation ist die gleiche, ist die gleiche, die ich beim letzten Mal auch hatte, als ich kandidiert habe. Und sie ist jetzt leider durch die Bundestagswahl nur noch sichtbarer geworden. Ich bin seit fast 40 Jahren Mitglied der CDU. Aber es ist nicht mehr selbstverständlich, dass wir das bleiben in den nächsten Jahren, 5 und 10 Jahren, wie ich die CDU 40 Jahre lang kennengelernt habe, nämlich als starke Volkspartei. Und ich finde, Deutschland braucht diese Volkspartei. Ich möchte, dass es sie weitergibt. Und nicht nur als Volkspartei einfach so, die in der gesellschaftlichen Mitte steht, sich dort verortet und mit der Gesellschaft die Gesellschaft und ihre Sorgen aufnimmt, sondern auch für ganz bestimmte Inhalte. Niebuhr hat es ja einleitend gesagt, das ist keine normale Zeit. Wir haben Umbrüche, Menschen sind verunsichert. Wir haben Radikale in der Politik, die Stimmung aus den Ängsten machen. Wir brauchen eine Partei, die sich am C orientiert. Wir brauchen eine Partei, die eintritt für europäische Selbstbehauptung, für soziale Marktwirtschaft, wo der Klimaschutz integriert wird. Die CDU ist so nötig wie nie, aber wir sind auch gefährdet, das haben wir erlebt. Und dafür will ich kämpfen, das ist meine Motivation. Ganz herzlichen Dank. Ist Ihre Frage gut beantwortet? Sie haben noch eine Nachfrage. Legen Sie los. Welche Schritte werden Sie als erstes unternehmen, um den Erneuerungsprozess der Partei zu bewegen, anzusteuern? Man muss manchmal ja die Dinge alle gleichzeitig machen. Als ich meine Kandidatur vor der Bundespressekonferenz begründet habe, da habe ich gesagt, einer meiner ersten Maßnahmen wird sein, Markus Söder und das gesamte Präsidium der CSU zu einer gemeinsamen Präsidiumssitzung einzuladen. Also mein erstes Thema, das kam ja eben auch, ist Geschlossenheit. Denn wenn wir nicht geschlossen sind zwischen Union, in der Union, zwischen CDU und CSU, dann brauchen wir über die Themen, die wir jetzt schon kurz angerissen haben, gar nicht zu reden. So, und dann müssen wir uns öffnen. Erneuerung, das ist das Zweite.
Wir müssen mal die Fenster aufmachen, die Themen reinlassen, die Menschen reinlassen, mit den Mitgliedern diskutieren. Wir haben die digitalen Möglichkeiten, wie man heute Abend sieht. Und dann die großen Fragen unserer Zeit, die ja bei den einzelnen Menschen konkret ankommen, ansprechen. Und zur Gleichzeitigkeit gehört, wir müssen sofort mit moderner Parteiorganisation, mehr Mitgliederbeteiligung, digitale Kommunikationsfähigkeit an 7 Tagen in der Woche, 24 Stunden am Tag. Also das sind in den Feldern, da müssen wir anfangen mit unterschiedlichen Schritten. Ganz herzlichen Dank auch an Sie, Frau Weber, für die tollen Fragen. Und ich danke Ihnen auch. Einen schönen Abend. Genießen Sie das CDU Live weiterhin. Tschüss. Wo kommen Sie denn her? Von wo aus melden Sie sich, Frau Weber? Von wo melden Sie sich, Frau Weber? Aus Rostov bei Darmstadt. Ah, alles klar. Prima. Schöne Grüße. Herr Röttgen, wenn ich Sie darauf hinweisen darf, Sie können gerne die Kamera 2 nutzen, dann sind Sie noch besser zu sehen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Alles klar. Wunderbar. So, und jetzt kommen wir zur nächsten Zuschaltung und das ist Frau Margit Karls. So, und jetzt bin ich mir aber wirklich nahezu 100% sicher, dass wir uns schon mal gesehen haben, dass Sie schon am Montag dabei waren. Ist das richtig? Ja, guten Abend zusammen. Guten Abend, Herr Dr. Röttgen. Guten Abend, Herr Niebuhr. Und ich darf Ihnen dann schnell meine Frage stellen. Ich hätte gerne von Ihnen gewusst, wie Sie es schaffen wollen, den überwiegenden männlichen Teil der Mitglieder der CDU auf Ihre Seite zu bringen, um Sie als Vorsitzenden zu empfehlen und Ihre sehr innovativen Erneuerungsideen für diesen Teil zu gewinnen. Denn ich sehe, es ist schon ein sehr konservativer Teil und es bedarf schon eines sehr großen Engagements. Und wie wollen Sie das schaffen? Zunächst guten Abend, Frau Karls. Und Ihrer Frage, ein bisschen die skeptische Frage, wie wollen Sie denn die Männer gewinnen? Der entnehme ich zunächst einmal eine Einschätzung Ihrerseits, dass es bei den Frauen leichter sein könnte. Ich würde mich... Richtig. So, also erstmal freue ich mich über Ihre Einschätzung. Das ist ja schon mal was. Und wenn es so wäre, wäre ich darauf richtig stolz, um das mal klar zu sagen. Und allerdings, ich will das nicht bewerten. Nein, ja, ich habe es ja jetzt bewertet. Wenn es so wäre, wäre ich darauf sehr stolz und würde mich darüber sehr, sehr freuen. Denn wir brauchen mehr Frauen in der CDU. Die sind ja die Hälfte der Bevölkerung, die haben was zu bieten, ihre Erfahrungen, ihre Kompetenz, ihr Engagement. Und darum kann es nicht dabei bleiben, dass nur ein Viertel der Parteimitglieder weiblich sind. Das müssen wir ändern, wegen uns und wegen der Frauen, weil wir sie brauchen für die Parteien für Deutschland. Und dann sagen Sie sorgenvoll, die konservativen Männer. Ich glaube zwar auch, dass es unterschiedliche Männer gibt, manche mehr konservativ, aber manche mehr christlich-sozial wertkonservativ. Also es gibt also eine richtige Bandbreite, die sind auch bunt und gemischt. Aber jetzt reden wir mal mit den Konservativen. Ich würde dem Konservativen gesonnen sagen, erstens deine politische Heimat, ihre, wenn ich ihn sieze, ihre politische Heimat kann nur die CDU sein. Und ich sage Ihnen eins, unter meiner Führung der Partei wird die CDU die demokratische, politische, legitime Heimat der Konservativen sein. Dafür verbürge ich mich. Das ist nämlich die CDU. Und das sind auch nicht leere Worte, sondern das heißt, dass Anstand und Integrität in der Politik was zählen. Und im Übrigen, was heißt denn heute konservativ? Konservativ heißt doch nicht, ich klammere am Alten und lasse es nicht los. Sondern konservativ heißt heute, gerade, wenn ich das Wichtigste bewahren will, eine funktionierende Gesellschaft, eine solidarische, freie Gesellschaft, ein Staat, der funktioniert, eine CDU, die Volkspartei bleibt, dann muss ich verändern, nicht hinterherlaufend, modisch, sondern den Wandel gestalten, die Veränderung gestalten, annehmen, prägen, steuern, ordnen. Das heißt, diese Aufgabe, das ist doch eine konservative und das habe ich vor, das möchte ich. Ich glaube auch, dass ich das kann und darum würde ich diesen Herrn um sein Vertrauen bitten. So würde ich es versuchen. Also so wie Sie es darstellen, glaube ich, werden Sie es schaffen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank für Ihre engagierte Antwort. Danke, Frau Karls. Und Ihnen auch Dankeschön. Und vielleicht sehen wir uns ja schon morgen Abend wieder. Würde mich freuen. Genau, allen das Gleiche. Sehr schön, wunderbar. Machen Sie es gut. Tschüss. Ja. Dankeschön. So, und wir haben schon gleich die nächste Frage und es geht weiter so um die innere Verfasstheit der CDU, um die Ausrichtung der CDU. Das scheint vielen auf den Nägeln zu brennen. Der nächste Fragesteller ist Michael Meister. Und da ist er auch schon. Grüße Sie. Hallo. Guten Abend, Herr Röttgen. Hallo, Herr Meister.
Als ich in die CDU eingetreten bin, bin ich auch eingetreten, weil ich da festgestellt habe, es gibt die größte Breitband an Meinung. Was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, die CDU hat im Prinzip ihre Flügel verloren. Also ich könnte Ihnen kein ausgesprochener Sozialpolitiker in der CDU zum Beispiel sagen. Wenn wir uns angucken in der AfD, wie viele Ex-CDUler da sind, dann wissen wir, wo unser rechter Flügel hin ist. Ohne Flügel kann man nicht fliegen und wir brauchen einen breiten Diskurs in der Partei, damit wir auch eine breite Bevölkerungsmehrheit mitnehmen können. Wie würden Sie das angehen? Was ist da Ihre Strategie? Ja, Flügel, man kann das Flügel nennen, aber ich glaube, es ist noch mehr und ich gebe Ihnen auch in Ihrer Beschreibung recht. Ich hoffe, dass es möglich gewesen ist, in den letzten Jahren die Außenpolitik unter anderem auch mit mir zu verbinden, internationale Fragen, unsere Selbstbehauptung gegenüber autoritären Staaten, Russland, China, europäischer Zusammenhalt. Aber Sie haben recht, wir haben viel zu wenig die Verbindung von Kompetenz, von Aussagen, von Profil in der Sache mit Personen. Das stimmt. Und das muss sich ändern. Und das ändert sich nur, wenn man es von der Spitze aus will, wenn man Breite sichtbar machen will, wenn man Diskussion nicht scheut. Ich bin der Auffassung, dass wir zuerst mal uns mit Dingen beschäftigen müssen, dass wir gemeinsam denken müssen, dann diskutieren müssen. Dann werden sich unterschiedliche Meinungen darstellen, auch aus unterschiedlichen Vereinigungen oder Landesverbänden. Und wenn wir das zulassen, entsteht Profil, dann entstehen Marken, die Verbindung von Person und Inhalt und Position. Und davon brauchen wir mehreres. Die Menschen sind so individuell, die können sich nicht alle mit einer Person identifizieren, sondern wir brauchen mehrere Angebote, die dann zusammengebunden werden und als Gesamtheit die CDU darstellen. Wenn wir den Prozess durchhaben, dann gibt es Vielfalt, aber es muss natürlich dann auch Geschlossenheit sein. Wenn die Diskussion beendet ist, dann ist entschieden und dann ist es die CDU-Position. Dann wird sichtbar, dass gerungen wurde. Ich glaube, diese Verbindung von vielen Marken, der Verbindung von Person mit Inhalt, das ergibt ein Profil, das dann wiedererkennbar ist und mit dem man sich auch identifizieren kann. Herr Meister, Ihre Frage damit ausreichend beantwortet? Ja. Wunderbar. Und ich fand Ihren Spruch übrigens sehr schön, nur mit Flügeln kann man fliegen. Das ist wunderbar. Also kann man sich auch an anderen Stellen schon merken. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Meister, und noch einen schönen Abend für Sie. Von mir Danke auch. gleichfalls. Lieber Frank, jetzt muss ich einmal dazwischen grätschen, denn auch im Chat laufen viele Fragen an Norbert Röttgen ein. Und da würde ich gern mal zwei, die zum Thema passen, auch schon mal auswählen. Zum einen von Wolfgang Isbahn. Der fragt nämlich, welche Bedeutung haben für Sie die Vereinigungen der CDU? Herr Röttgen. Also ich dachte, es kämen zwei Fragen. Also die Ver Erstmal eine. also Herr, an Herrn Isbahn, die Vereinigungen, die haben eine ganz wichtige Bedeutung, weil sie für, wie eben gesagt wurde, für Flügel, für gesellschaftliche Bereiche stehen, für Positionen. Ich selber bin sozialisiert in einer Vereinigung, nämlich in der Jungen Union. Ich war Stadtverbandsvorsitzender, war Landesvorsitzender der Jungen Union. Einmal Junge Union, übrigens immer Junge Union. Das heißt, da bin ich groß geworden. Und ich bin auch Mitglied der Mittelstandsvereinigung, weil ich immer selbstständiger Rechtsanwalt war. Und dass es die gibt, ist wichtig, weil die die Vertretung von Selbstständigen, von Unternehmern in der Partei ist. Und weil sie auch die Erfahrungen und die Expertise in die Partei bringt und die Partei wiederum dahin bringt. Und das Gleiche gilt für die CDA, für die Frauenunion. Die Vereinigungen sind ein ganz wichtiger Teil unserer gesellschaftlichen Verankerung, sagen im Sinne einer Zweibahnstraße. Wir lernen von ihnen und unsere Politik wird auch dahin gebracht. Sie sind ganz wichtig und sie müssen gestärkt werden. Vielen Dank, Herr Röttgen. Ich glaube, Herr Isbahn, Ihre Frage ist damit beantwortet. Dann kommen wir noch zu einer zweiten Frage und da geht es eher um Mitgliederwerbung. Katrin Gurt möchte gerne wissen, welche konkreten, praktischen, umsetzbaren Hinweise geben Sie der Basis zur Gewinnung von Parteimitgliedern? Mitglieder wirbt man dann, wenn man ihnen sagt, es macht Freude, es lohnt sich dabei zu sein. Wenn man also nachweist, wenn man zeigen kann, in dieser Partei, da lohnt es sich, da macht es Freude, seine Freizeit zu verbringen. Das heißt, nur wenn wir
interessant sind, wenn bei uns das, was die Menschen umtreibt, was sie konkret betrifft oder was sie als große Fragen verunsichert und sieht, wenn das bei uns auch eine Rolle spielt. Wenn die Menschen merken, diese CDU, die hat was zu sagen, dann, glaube ich, sind wir interessant. Und wenn sie das Gefühl haben, nicht nur die CDU hat was zu sagen, sondern ich kann auch in der CDU was sagen, wenn ich da reingehe. Es muss also auch einen Mehrwert haben, im Gegensatz zu dem Nachbarn von mir, Freund von mir, der sich auch interessiert. Aber wenn ich CDU-Mitglied werde, dann kann ich Einfluss ausüben. Nicht immer das letzte Wort haben, aber ich habe mein Wort. Das heißt, die Beteiligung von Mitgliedern muss ausgedehnt werden. Darum finde ich es richtig, dass wir in dieser besonderen Situation diese Mitgliederbefragung haben, weil es ausdrückt, die Mitglieder wollen dabei sein, sie wollen Teil eines Neuanfangs sein und sie können es auch sein. Und das darf natürlich nicht eine reine Eintagsfliege sein, sondern wir müssen das jetzt in der Meinungsbildung als Prinzip etablieren. Wir können das auch, die digitalen Möglichkeiten der Kommunikation sind da. Also es muss Freude machen und es muss einen Mehrwert bringen, wenn man bei der CDU dabei ist. Die CDU muss attraktiv sein und sie muss sich auf die Menschen einstellen und übrigens so und dort mit ihnen kommunizieren, wo sie sind. Also den einen erreiche ich über Instagram, den anderen über Facebook, den anderen immer noch über die Zeitung. Wir müssen alle Medien, in allen Medien präsent sein, weil die Lebenswelten der Menschen sich nach Medien immer stärker differenzieren. Ja, vielen Dank für die ausführliche Antwort und vielen Dank an Frau Gurt für die Frage. Frank, geht zurück zu dir. Sehr gerne. Ist übrigens ganz spannend. Sie haben Mehrwert der Mitgliedschaft gesagt. Die CDU Live sind ja eigentlich auch exklusiv nur für CDU-Mitglieder. Wir haben es jetzt ausnahmsweise auch mal so geöffnet, dass uns viele Menschen über den Livestream zuschauen können, die noch nicht Mitglied unserer schönen Partei sind. Da haben Sie gleich die richtige Botschaft gesetzt für die Menschen, jetzt auch noch zu sagen, jetzt sofort auf www.cdu/mitglied-werden gehen und den Aufnahmeantrag ausfüllen. Also insofern wunderbar, herzlichen Dank dafür. Wir kommen jetzt zur nächsten Zuschaltung. Und zwar geht es auch wieder um das Thema Ausrichtung der CDU. Wir haben jetzt Wolfgang Köhl. Und da ist er auch schon. Schönen guten Abend, Herr Köhl. Ja, schönen guten Abend, Herr Dr. Röttgen. Liebe Parteifreunde und die, die es vielleicht werden wollen. Mein Name ist Wolfgang Köhl aus Bad Vilbel. Und ich möchte ein Argument aufgreifen, was Sie auch schon mehrfach angesprochen haben. Sie sprechen eben von einem dringend benötigten Erneuerungsprozess in der CDU. Dazu gehört eben auch, dass wir Inhalte und Positionen breiter abstimmen. Dazu hätte ich eine Anregung. Nutzen Sie doch als CDU-Vorsitzender das Instrument der Bundesfachausschüsse und vernetzen Sie darüber die vielen Landesfachausschüsse. Da haben Sie dann eine direkte Einbindung in die CDU-Basis. Damit kann eben dieser Erneuerungsprozess schnell und mit Fachexpertise auch untermauert werden. Wäre das etwas, was Sie sich vorstellen können? Guten Abend, Herr Köhl. Ich kann mir das vorstellen, was Sie gerade aussprechen und beschreiben. Aber ich kann mir auch noch viel mehr vorstellen, weil wir von dem, was Sie ansprechen, glaube ich, viel mehr brauchen. Ich meine, dass wir die Beteiligung, in zwei Richtungen wirklich ausbauen, intensivieren müssen. Das eine ist die Beteiligung in und mit der Mitgliedschaft und von den Mitgliedern. Das sprechen Sie auch an und nennen die Bundesfachausschüsse als ein Beispiel und auch die Verknüpfung der Bundesfachausschüsse mit den Landesfachausschüssen. Aber ich glaube, wir müssen das noch auf eine breitere Basis stellen. Ja, wir brauchen auch eine Zusammenfassung von den Experten in der Partei. Aber wir haben ja viel mehr Expertise unter unseren fast 400.000 Mitgliedern. Der Ingenieur, der an irgendetwas arbeitet, bei den erneuerbaren Technologien. Die Pflegerin, die aus ihrer Sicht uns jetzt viel berichten kann. Das heißt, wir müssen das Engagement, die Expertise aus dieser Vielzahl von Mitgliedern, 400.000, viel stärker noch auch mit dieser Arbeit von Fachausschüssen, in denen auch relativ viele Politiker sind, verknüpfen. Das ist mein Ansatz. Und es ist technisch ja heute möglich. Die Prozesse müssen nur strukturiert und organisiert werden. Und gleichzeitig müssen wir diesen Bundesfachausschuss, der dann vielleicht ein Nukleus sein kann, müssen wir ihn viel stärker und systematischer öffnen für die Expertise und Betroffenheit von außerhalb der Partei.
die Probleme sind so schwierig geworden, so komplex, dass wir die nicht mehr aus der Partei, keine Partei kann das beantworten kann, sondern wir haben ein Interesse daran, in diesen Dialog mit Betroffenen, mit Experten aus der Gesellschaft zu kommen. Und ich kenne so viele, die nicht Parteimitglied sind, aber die es danach drängt, ihre Expertise mitzuteilen, weil sie einen Beitrag für bessere Politik leisten können. Also ich greife Ihren Punkt auf, würde ihn aber noch in der Partei und außen und nach außen sogar erweitern wollen. Damit haben Sie, glaube ich, genau den Kern getroffen. Das nehme ich mal der Geste von Herrn Köhl. Insofern herzlichen Dank auch für diese tolle Frage und auch noch herzlichen schönen Dank, Herr Dr. Röttgen. Ich danke Ihnen. Schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss. So, nun wechseln wir ein wenig das Thema. Ja? Wir kommen zu einem Thema, ich habe es ja schon in meiner Einleitung angesprochen, was gerade sehr, sehr viele Menschen leider umtreibt, nämlich das Thema Corona-Pandemie. Und dazu haben wir eine Frage von Susanne Schulz aus Berlin, ist sie uns zugeschaltet. Hallo, Frau Schulz. Da sehen wir Sie Hallo, auch schon. Schönen guten. Das sieht ja im Hintergrund sehr sportlich aus, muss ich sagen. Also ich hatte ja den Spagat schon im Vorprogramm erwähnt, aber glaube ich, das würde ich nicht hinbekommen. Sieht gut aus. Gerne Ihre Frage, bitte. Schönen guten Abend. Ich bin Internistin hier in Berlin und bin doch sehr besorgt über die Corona-Lage hier. Es ist ja so, dass die Inzidenzen rasant ansteigen immer weiter und die Lage droht ja zunehmend zu entgleiten. Die Maßnahmen, die jetzt beschlossen werden, wurden, sind wahrscheinlich nicht ausreichend. Und ich möchte Sie einmal fragen, ob Sie denn dafür wären, dass wir eine Impfpflicht einführen in dieser Situation. Und eine andere Idee wurde hier jetzt von der KV Berlin aufgebracht, nämlich, dass man die Ungeimpften, die ja den wesentlichen Anteil der Patienten im Krankenhaus ausmachen, ob man die an den Kosten vielleicht beteiligen soll. Okay. Guten Abend, Frau Schulz. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Zunächst ganz kurz zu der Lagebeschreibung, die Sie auch abgegeben haben. Ja, ich glaube, es ist so, es ist kein Zweifel mehr. Es ist die schlimmste Phase bislang in der gesamten Pandemie. Die schlimmste Phase. Und es ist auch noch nicht der Gipfel erreicht. Also wir sind in einer ganz akuten Notlage. Und in der ganz akuten Notlage, glaube ich, muss man handeln, schnell handeln. Man muss sich darauf konzentrieren, das zu tun, was wirklich hilft, diese Welle zu brechen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass jetzt auch klar wird, das war in der ersten Welle ja auch so positiv. Das ist keine parteipolitische Frage. Die neue Regierung, also ich lasse darum jetzt mal die Kritik an den Ampelparteien weg. Die Lage ist so ernst, dass es nicht parteipolitisch sein darf. Sondern wir müssen jetzt in der Gemeinsamkeit sogar eine Stärke entwickeln und die auch einsetzen, um die Bevölkerung zu überzeugen. Das Allerwichtigste ist jetzt das Impfen. Ich fände es toll, es ist nicht an mir, aber wenn Angela Merkel als geschäftsführende Bundeskanzlerin und der zu erwartende neue Bundeskanzler, wenn die zum Beispiel in diesen Rollen nochmal an die Öffentlichkeit treten würden und einen gemeinsamen Appell sprechen würden, wie Angela Merkel ihn ja in der ersten Welle auch gemacht hat mit großem Erfolg. Das, glaube ich, wäre ein Zeichen, dass Parteien zusammenstehen in dieser Lage. Darum, das Impfen und alle anderen Maßnahmen ist das Wichtigste, das, was jetzt akut hilft. Sie haben die Impfpflicht angesprochen und bin ich dafür. Ich habe mich seit langem für eine Impfpflicht von Personen, in Einrichtungen, in denen Personen mit besonders gefährdeten Menschen zusammentreffen. Also Krankenhäuser, Pflege, Kitas, Grundschulen und so weiter. Das habe ich seit langem für richtig gehalten, dass man hier zu einer Impfpflicht kommt. Jetzt kommt es dazu. Die allgemeine Impfpflicht, die Sie angesprochen haben, das hilft ja jetzt im Moment nicht. Also es muss ja jetzt geimpft werden. Und ist ein Gesetz und es gibt eine lange Diskussion. Darum glaube ich, ist das jetzt nicht das, was zu tun ist in der akuten Lage. Aber ich sage, wir sollten jetzt in dieser akuten Lage alles tun, um nach der akuten Lage die Voraussetzung zu haben, dass wir die Impfpflicht einführen könnten, vor allen Dingen die verfassungsrechtlichen Fragen klären. Geht sie? Das sollte jetzt geklärt werden, damit wir nach der akuten Phase
diese Entscheidung treffen, denn die vierte Welle muss auch immer noch nicht die letzte Welle gewesen sein. Das denkt man immer nach der ersten, nach der zweiten. Das ist jetzt zu tun. Ich würde noch nicht mit Sonderfinanzlasten kommen und die Frage müsste man ja auch im Zusammenhang mit der Impfpflicht stellen, die Sie gestellt haben. Also ich würde diese Fragen, diese beiden jetzt vorbereiten, vor allen Dingen verfassungsrechtlich, damit man nach der Welle diese Frage entscheiden kann. Frau Schulz, können wir Ihre Frage gut beantworten? Okay. Ich nehme an, das ist eine Frage, die viele gerade rumtreibt. Deswegen herzlichen Dank, dass Sie die Frage gestellt haben. Noch einen schönen Abend für Sie. Danke sehr. Ciao. So, und ich würde mich hier einmal noch aus unserer Ecke, quasi aus unserer Studio-Ecke melden. Herr Röttgen, eine Frage haben Sie eigentlich gerade schon beantwortet, nämlich die von Frau Bürkan. Was ist Ihre Meinung zur allgemeinen Impfpflicht? Die ist damit, glaube ich, schon ganz gut beantwortet. Ja. Deshalb stellen wir noch die Frage von Elias Ossenkopp. Sehr geehrter Herr Röttgen, was wollen Sie für die Schülerinnen und Schüler tun, die in der Pandemie quasi sich zurückgenommen haben? Eine davon ist unsere Tochter. Wir haben drei Kinder, zwei sind Studenten, die Jungs, die jetzt über diese gesamte Zeit, wesentliche Teile jedenfalls, vor allem der mittlere, bei dem das im zweiten Semester dann angefangen hatte, im Grunde, ich finde auch unwiederbringlich, beachtliche Teile des Studentenlebens einfach ausfallen. Also am Computer sitzen ist ja nicht das Wesen von Studenten, von der Studentenzeit. Und unsere Tochter hat Abitur gemacht dieses Jahr, also unter den Bedingungen von Corona. Und ich habe auch festgestellt, je jünger, desto mehr ist es, war es eine Belastung, nicht mehr rauszukommen, nicht mehr bei Freunden zu sein. In der Einseitigkeit unemotionaler Kommunikation, mit den technischen und auch individuellen Defiziten, die es an Schulen und Universitäten gibt. Also Und über die Studenten nebenbei spricht kein Mensch. Also ich glaube, dass die Jüngeren und je jünger, desto mehr sind wirkliche Leidtragende dieser Pandemie. Und darum, man kann das ja jetzt in der Situation nicht verändern, aber wir schulden ihnen etwas. Wir schulden ihnen, dass wir das, was die Situation verschlimmert hat, zum Teil miserable digitale Ausstattung an Schulen, dass wir das ändern. Und nebenbei hat es natürlich auch zutage gefördert, je schwieriger die familiäre soziale Situation, desto mehr waren die Kinder betroffen. Und auch das muss ein Anreiz dafür sein, dass wir diejenigen, die schwierig starten in einem schwierigen familiären und sozialen Umfeld, dass wir die viel stärker in den Blick nehmen. Diese Pandemie hat auch diese Schwächen offengelegt und wir müssen diese Schwächen beseitigen, das schulden wir den Kindern und uns als Eltern und Großeltern. Herr Ossenkopp, vielen Dank für diese wichtige Frage. Und Frank, ich glaube, es gibt noch ein paar Schaltgäste. Da vermutest du genau richtig, liebe Christine. Und zwar eine Frage, die wir jetzt zuschalten können, die passt ein wenig. Es geht nämlich um das Thema Familienpolitik. Wir haben jetzt zu Gast als Zuschaltung die Frau Marie-Therese Kastner. Und da ist sie auch schon. Ja, gut. Wunderbar. Schönen guten Abend. Guten Abend. Einen schönen guten Abend, Herr Dr. Röttgen. Ich bedanke mich vor allen Dingen für das, was ich noch so am Ende gehört habe, weil man zwischendurch den Ton ausgeschaltet hat, was Sie zum Thema Corona und Folgen für Familien gesagt haben. Meine Frage geht jetzt in die eine Richtung, dass ich sehr gerne von Ihnen wissen möchte, wenn Sie das Programm der CDU erneuern. CDU war immer Familienpartei. Was wollen Sie für die Familien ganz gezielt tun, damit die wieder anfangen, CDU zu wählen? Ich habe ja auch von meiner eigenen Erfahrung, wir sind eine Familie, eine fünfköpfige Familie, drei Eltern. Meine Eltern leben im Alten- und Pflegeheim. Kräfte werden weniger. Meine Schwiegermutter, 90-jährig, lebt alleine. Und insofern bin ich sehr vertraut mit dieser gesamten Bandbreite. Auch in meinem familiären und Freundeskreis gibt es Leute, die ich kenne, die Paare sind, jüngere Paare sind und sagen, wir wollen gerne ein Kind, aber wir wissen nicht, in der Stadt mit hohen Mieten, können wir uns eigentlich eine Wohnung leisten, wo wir auch verantwortlich ein Kind großziehen? Gibt das Einkommen her?
Ich kenne die Situation, wenn Frauen Beruf, Erziehung, Familie und Ehrenamt, wie Sie wahrscheinlich ja auch, gleichzeitig machen, was es für Belastungen sind. Und darum ist meine wirkliche Überzeugung, dass der Fokus der CDU wieder ganz stark, das sind wir auch, wir waren immer die Familienpartei. Heiner Geißler, den ich da noch in Erinnerung habe, Rita Süssmuth, das sind wirklich, mit uns sind Sozialreformen, Familienreformen, wir haben es ins Zentrum gerückt. Und wir haben heute im Grunde viel mehr Druck und viel ganz andere Problemlagen für Familien in einer großen Bandbreite, die auch nicht aufhören, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Dann kommen nämlich die Eltern, um die sich man wieder kümmert und die Verantwortung bedeuten. Und ich glaube, dass wir diesen Blickwinkel, was sind eigentlich typische Probleme normaler Familien, das muss bei der CDU zu Hause sein und vor allen Dingen, es muss eine familien- und sozialpolitische Antwort finden. Frau Kastner, ist Ihnen das genau der richtige Einfluss CDU-Familienpolitik, den Sie sich wünschen? Ja, es ist jetzt nicht die Zeit, weiter einzusteigen. Ich hätte da noch ein paar Vorstellungen, so zum Beispiel Familienarbeitszeiten und Ähnliches, wo man also auch den Familien gerade in den Betreuungssituationen sowohl für Alt- als auch für Jung sehr entgegenkommen könnte. Das hat auch zum Teil im Parteiprogramm gestanden im Wahlkampf. Ich würde mir da gerne erhoffen, dass hier weitergedacht wird auf dem Feld. Absolut. Dankeschön. Absolut. Es gibt noch eine Menge zu diskutieren. Aber herzlichen Dank für Ihre Frage, Frau Kastner. Ihnen auch einen schönen Abend noch. Dankeschön. So, und jetzt wechseln. Wollten wir eigentlich das. Ne, Christina, hast du noch eine Frage aus dem Chat? Ich sehe das gerade, dass ja, da noch was eingegangen ist. Dann gerne richtig. Du. Ich bin flexibel. Regula Ford möchte wissen: In meinem Umfeld wählen Familien oft die Grünen. Man hört, Alleinerziehende wählen dagegen die SPD. Was wollen Sie für die Jugend Deutschlands tun, Herr Röttgen? Also ich fange mal mit der Jugend und den Themen und den Grünen an. Das Erste, wofür ich offensiv einstehe, ist, dass wir als CDU um die junge Generation kämpfen. Dass wir nicht sagen, wie die Frage schon andeutet, die einen wählen sowieso so und die anderen anders. Und wir haben doch eher die Älteren, auf die wir uns konzentrieren, bei denen wir aber auch verloren haben. Nein, wenn wir Volkspartei bleiben und in Zukunft bleiben wollen, dann müssen wir bei den Jungen anfangen. Das muss unser Selbstverständnis sein, das ist unser parteipolitisches Interesse, aber es ist unsere Verantwortung und unser Selbstverständnis. So, und dann komme ich jetzt zu dem Thema der Klimapolitik. Ja, es stimmt. Nur die Partei und nur die CDU, die glaubwürdig Klimapolitik vertritt und will, also die klar macht, bei denen die jungen Leute spüren, dass die Parteivorsitzenden und Politiker jetzt nicht nur so ein paar taktische Aussagen machen zur Klimapolitik, weil man das jetzt machen muss, sondern die müssen spüren, wir wollen es wirklich. Das treibt uns um, diese globale Erderwärmung. Und es treibt uns um, sie zu stoppen und daraus ein wirtschaftliches und gesellschaftliches Erfolgsmodell zu machen. Wenn wir das nicht liefern, dann werden uns die jungen Leute erst gar nicht zuhören. Und darum ist das die absolut entscheidende Frage. Es ist ein definierendes Thema für die junge Generation, Klimapolitik. Und das muss, das sage ich auch, der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union auch selber verkörpern. Das kann man nicht delegieren aus Sicht von jungen Leuten. Und ich bin bereit und willens, diesen Kampf mit den Grünen aufzunehmen. Die Obfrage beim Klimaschutz ist ja durch. Aber jetzt geht es darum, wer kann es denn? Wer kann es denn wirtschaftlich und technologisch? Wer stiftet denn gesellschaftliche Akzeptanz? Wer schafft denn und hat das Vertrauen, auch die internationale Kooperation, zum Beispiel mit den USA, hinzubekommen? Ich habe den Anspruch, dass wir die klimapolitisch leistungsfähige Partei in Deutschland werden. Und das können wir. Weil wir das haben, was man dazu braucht. Marktwirtschaftliche Kompetenz, internationale Kompetenz. Und darum sollten wir diesen Kampf aufnehmen und darum diesen jungen Menschen sagen, wenn ihr wirklich wollt, dass sich konkret was ändert und nicht nur abstrakt von Transformationen und so weiter gesprochen wird, sondern konkreter Fortschritt, dann haben wir ein Angebot für euch. Frau Ford, vielen Dank für die Frage und einen wunderschönen Abend. Frank, ich glaube, da sind eben schon ein paar Stichworte zu dem nächsten Thema gefallen.
Genau so ist es. Sie haben eigentlich schon die perfekte Überleitung geboten. Sie kennen wahrscheinlich die Reihenfolge hier. Wir kooperieren. Ja, das klappt ganz hervorragend. Ganz lieben Dank, denn das Thema Klima- und Energiepolitik ist natürlich auch eines, was viele Menschen umtreibt und auch viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Einige Fragen sind uns da eingegangen und eine erste Zuschaltung dazu haben wir von Josua Erz. Hallo, grüße Sie. Schönen Moin, Abend. Herr Röttgen. Ja, meine Frage passt ja perfekt zu dem, was Sie gesagt haben, denn hinsichtlich steigender Strompreise, aber auch hinsichtlich dem Wunsch nach mehr Klimaschutz, wie stehen Sie denn zum Atomausstieg in Deutschland, den Sie ja damals mit eingeleitet haben? Und was halten Sie von der Forderung, Atomausstieg abzukommen bzw. wieder in Kernenergie zu investieren? Moin, vielen Dank für die Frage und sie wird ja auch wieder gestellt. Also das ist völlig richtig. Meine Überzeugung ist, dass wir damit kein Problem lösen, sondern zusätzliche ungelöste Probleme schaffen. Es ist nicht nur die Frage der Störanfälligkeit von Kernkraftwerken, sondern ein Grundproblem der zivilen Nutzung der Kernenergie besteht ja darin, dass die Entsorgungsfrage ungelöst ist. Und zwar weltweit. Die Finnen haben, Finnland, im kleinen Finnland, die haben eine Endlagerstätte, glaube ich, jetzt gefunden. Im Übrigen ist es weltweit ungelöst. Und die radioaktiv, unser Anspruch an die sichere Entsorgung von radioaktiven Abfällen heißt 1 Million Jahre. Wir nutzen es seit Jahrzehnten und sind jetzt eher schon wieder in den Anfängen der Erforschung von Gesteinen für die Eignung für 1 Million Jahre radioaktive Abfälle zu sichern. Das war übrigens für mich eigentlich die auch ethisch, moralisch entscheidende Frage. Ist es richtig, dass der Mensch durch sein Verhalten Folgen begründet, die noch Hunderttausende von Jahren da sind? Also Folgen erzeugt, die unsere Vorstellungskraft absolut überschreiten. Kann das richtig sein? Und das ist schon die moralische Fragestellung. Aber die pragmatische ist, wir haben das Problem noch nicht mal gelöst, wir haben es noch nicht mal gefunden. Und darum gibt es auch viele andere Argumente. Wenn nach heutigen westlichen Sicherheitsstandards Atomkraftwerke gebaut werden, sind sie die unwirtschaftlichste Form der Stromerzeugung. Es ist einfach zu teuer. Man kann billige, unsichere bauen, aber sichere sind nicht mehr finanzierbar. Und darum würde ich sagen, wir haben diesen Streit, diesen Kampf um Kernenergie hinter uns gelassen. Wir sollten nach vorne schauen, moderne, erneuerbare Energieversorgung, grüner Wasserstoff, Brückentechnologien, Gas. Ja, wir müssen ein Energiekonzept entwickeln, das nach vorne gerichtet ist. Da sind die Chancen nicht nur fürs Klima, sondern das ist die technologische, wirtschaftliche Chance für kein Land so sehr wie für Deutschland. Erz, ich habe so Ihrem Gesichtsausdruck, Ihrer Mimik so ein bisschen entnommen, ich glaube es zumindest, dass ich getan habe, dass Sie noch nicht ganz zufrieden sind mit der Antwort. Also schieben Sie noch was nach gerne. Ja, es gibt ja, wenn ich dem hinzufügen kann, zum Beispiel auch in Frankreich wird unter einem Fusionsreaktor gebaut. Das heißt, wenn man von Kernenergie spricht, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und bei einem Fusionsreaktor zum Beispiel gibt es ja viel weniger radioaktiven Müll. Sehen Sie zu solchen Möglichkeiten? Wenn man zu einer wirtschaftlichen Anwendung kommt, was aber noch nicht der Fall ist, ja, ich habe auch nichts dagegen, das zu erforschen, aber es ist nicht das verfügbare wirtschaftliche Angebot. Das ist sozusagen, es steht nicht zur Verfügung. Die Franzosen haben vor allen Dingen die Verlängerung von alten Kernkraftwerken beschlossen und das ist nicht die beste Form der Modernisierung von Technologie. Jedenfalls ein spannendes Thema. Herzlichen Dank, dass Sie das so intensiv eingebracht haben. Sind hier auch ganz gut informiert, habe ich so den Eindruck. Also macht Spaß, mit Ihnen zu diskutieren. Ganz herzlichen Dank und auch noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss. Ja, danke. Gleichfalls. Man muss auch nicht immer einer Meinung sein. Das ist auch... Das ist absolut. Und darum, vielen Dank. Ciao. Gerne. Und wir machen weiter mit dem Thema Klimapolitik. Und wir haben jetzt Frau Gloria Ziller als Zuschaltung, die mehrere Fragen zu diesem Themenkomplex hat. Grüße Sie, Frau Ziller. Hallo. Ich grüße Sie. Guten Abend, Herr Dr. Röttgen. Erstmal vorab, ich bin heilfroh, dass Sie sich wieder aufgestellt haben. Tausend Dank. Sie sind nämlich derjenige, der immer zu uns Frauen gestanden hat und nicht erst, wie Herr Merz sich das jetzt einfallen lässt, weil es für ihn jetzt opportun ist.
Also, jetzt komme ich aber zu meiner Frage. Und zwar, was wollen Sie wirklich Neues im Klimaschutz voranbringen? Ich habe mir einiges durch den Kopf gehen gelassen. Und zwar haben wir uns ja von den Chinesen die Photovoltaik und auch die, wie sagt man da, diese Photovoltaikzellen, ganzen, Solarzellen, Paneelen, ja. ja, die Solar, genau, die Solarzellen kaputt machen lassen wirtschaftlich. Da haben wir nicht aufgepasst und haben nicht unsere Sachen subventioniert. Jetzt fällt mir ein, wir haben uns für die erneuerbaren Energien entschieden, gegen Kohle. China, Indien, Australien, alles macht Kohle. Wie wäre es, wenn wir jetzt unser Programm, die erneuerbaren Energien zum Preis der Kohle an zum Beispiel unsere früheren Kolonien in Afrika verkaufen würden? Wir sind unseren früheren Kolonien noch ein wenig was schuldig und könnten somit unsere Wirtschaft und unsere Ideen auf den anderen Kontinent bringen. Von der Sahara ganz zu schweigen, da sind ja auch Ideen. Also hätte ich gerne von Ihnen gewusst, was Sie davon halten, wenn wir preislich die Kohle unterschießen. Exotischer Vorschlag. Herr Niebuhr, ich muss Ihnen widersprechen. Und Frau Ziller ist Ihr Name? Ziller, Ihnen, genau. Ziller, Frau Ziller. Vielen Dank für die freundliche Eingangsbemerkung. Ich stimme Ihnen absolut zu. Es ist nicht exotisch, sondern das, was die Erneuerbaren, es ist sogar noch ein bisschen besser, als Sie es vorschlagen. Das, was die Chance der Erneuerbaren ist, das besteht darin, dass mit relativ einfacher Technik, das ist gar nicht so sehr Technologie, mit relativ einfacher und relativ billiger Technik in Afrika und in anderen Regionen dieser Welt selbstständig diese Staaten, Regionen, Städte und Gemeinden Energieerzeuger werden können. Denn die klimatischen Bedingungen für Solarstrom und für Windstrom, die sind ja nicht am allergünstigsten in Deutschland. Also wir sind nicht das sonnenreichste Land auf der Welt. Wir sind noch nicht mal das windreichste an Land. Auf hoher See ist es okay, aber an Land auch nicht. Aber in anderen Regionen gibt es das. Das heißt, wir können die erneuerbaren Energien, die dezentrale Energie ist, nicht das Riesenkraftwerk, was sich viele Staaten nicht leisten können und nicht betreiben können, sondern es ist dezentrale, einfache Technik. Und die ist wirklich exportierbar und führt zu einem Mehrwert für die Länder, in die wir relativ preiswert exportieren können. Und sie können sogar die nordafrikanischen Staaten ein Energieexporteur werden. Das ist ja auch in der Diskussion mit Marokko und anderen Staaten, Algerien, weil sie dort Sonnen- und Windbedingungen haben, die exzellent sind. Sie können viel mehr erneuerbaren Strom produzieren, als sie selber verbrauchen. Und sie könnten ihn dann nach Europa exportieren. Wir werden diese internationale Stromproduktion auch brauchen. Wir werden die Menge an Strom, an erneuerbarem Strom, die Deutschland braucht, nicht in Deutschland produzieren können. Und darum ist das eine wirkliche Chance, gerade auch der wirtschaftlichen Entwicklung afrikanischer Staaten für Eigenproduktion oder Export. Ich korrigiere mich sehr gerne. Es ist kein exotischer Vorschlag, sondern ein spannender und weiterführender Vorschlag, den Sie gemacht haben. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Ziller. Ja, ich hätte noch was. Also dann hoffe ich Okay, ja dann doch schießen Sie sehr, noch einen dass nach. ich als Europäer und als Außenpolitiker sich dagegen Herrn Macron auf EU-Ebene durchsetzen können. Das hoffe ich sehr. Und jetzt habe ich aber ein völlig anderes Thema, wenn ich das noch kurz Aber ganz andeuten kurz, weil wir darf. haben noch Ja. ganz viele andere Fragen. Ganz kurz bitte. Ganz kurz, ganz kurz. Wir haben morgen den Internationalen Tag der Gewalt gegen Frauen. Was werden Sie beabsichtigen, da zu tun? Denn das, was unsere Gerichte tun und unsere Frauenhäuser, das reicht nicht. Gut, wir stammen vom Schimpansen ab und es ist ja erwiesen, dass der männliche Schimpanse die Schimpansin immer zu seinem Willen zwingt. Aber ich denke doch, wir haben uns ein bisschen entwickelt. Also, wie wollen Sie es schaffen, dass die Männer endlich dafür arbeiten, dass uns Frauen nicht so viel Gewalt angetan wird? Das Das ist ein ganz anderes Thema. ist ein ganz anderes Thema, ist auch ein sehr berechtigtes und bedrückendes Thema, weil das, was Sie beschreiben, natürlich
der Fall ist. Die Gewalt gegen Frauen in ganz unterschiedlichen sozialen Beziehungen, also von Nähe, also Gewalt in nahe Nähe Beziehungen in der Ehe, in der Partnerschaft, ist kein Ausnahme, ist kommt vor und ist relativ signifikant bis hin zu Gewalt gegenüber unbekannten Frauen. Das ist ein ganz bedrückender Teil in unserer Gesellschaft. Ich habe jetzt nicht unmittelbar Patentrezepte, aber eines ist ganz wichtig, dass sozusagen, dass das Opfer sich schämt, über die Misshandlung zu sprechen. Und darum, glaube ich, ist die Ermutigung von Opfern, von Frauen, die Gewalt erlitten haben, etwas ganz, ganz Wichtiges, dass das nichts ist, wofür man sich schämt, sondern dass es wichtig ist, sich zu verteidigen. Das halte ich für ganz wichtig, dass es hier Hilfsangebote gibt und die Angebote der Ermutigung. Und dass, wenn es zu strafbarem Verhalten kommt, dass dann zügig und schnell unter allen sehr verbesserten Bedingungen des Opferschutzes, der verbessert worden ist, auch unter unserer Beteiligung, dass es dann auch zu Anklagen und Verurteilungen kommt. Das Wichtigste ist, Sie sprechen davon, dass morgen der Tag ist, dass dies nicht ein verschämtes Dunkelphänomen bleibt, sondern je mehr es auch öffentlich wird und sich Opfer trauen, darüber zu sprechen und sich zu wehren, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wo auch viele, die in der Gesellschaft eine Verantwortung haben, zu dieser Ermutigung einen Beitrag leisten können. Frau Ziller, haben Sie ganz herzlichen Dank auch nochmal für die Themenweitung. Ja, ich danke. Jetzt muss ich Sie leider, ja. Wir haben noch ganz viele Fragesteller, müssen wir beim nächsten Alles Mal machen. Gut. Vielen Dank. Machen Sie es gut, vielen schönen Dank. Abend noch. Danke. Frau Ziller, vielen Dank, alles danke. Gute. Sehr engagiert. Ja, ganz toll. Sehr schön. Tschüss. So, und ich muss mich jetzt hier nochmal von der Seite einmischen, aber das ist ja auch meine Aufgabe hier am heutigen Abend. Uns haben ja vorab per E-Mail auch schon Fragen erreicht und da würde ich uns gerne nochmal zurückholen zum Thema Klima- und Umweltschutz und auch zu einem Thema, was uns quasi als CDU in den letzten 2 Jahren beschäftigt hat. Herr Röttgen, ich bitte um eine kurze Antwort, denn wir wollen ja möglichst viele Personen noch zu Wort kommen lassen. Christa Duschek aus dem schönen Odenwald fragt nämlich, wie wollen Sie unseren Wald umbauen bzw. schützen? Den Wald, ja. Also ich selber lebe in einem großen Wald. Ich komme aus dem Siebengebirge, einem traditionellen Wald- und Waldschutzgebiet und Naturschutzgebiet. Und ich glaube, dass wir davon übrigens auch mehr brauchen. Ich glaube, dass der Wald sich ganz stark transformiert, dass er vielfältiger wird, dass viele Fichten und andere Hölzer es nicht überstanden haben, die Trockenheit, den Borkenkäfer und andere Belastungen. Das heißt, da ist eine enorme Arbeit jetzt zu tun, ein enormer Umbau. Weiß nicht, ob das auch wirtschaftliche Hilfe bedarf, aber wir Deutschen sind Waldromantiker und das ist auch nichts Negatives. Und neben allem anderen, glaube ich, ist der Wald etwas, was wir sehr lieben, aber er braucht dafür eben auch eine wirtschaftliche Basis. Mit Romantik allein werden wir den Wald nicht retten. Die ist gut, aber ich glaube, wir brauchen auch eine wirtschaftliche Basis für Waldwirtschaft, für Waldbauern und für diejenigen, die diesen Wald auch als Wirtschaftsgut nutzen. Vielen Dank für die Frage an Frau Duschek und Frank, es geht weiter bei dir. Wunderbar. Und wir bleiben auch bei den Zuschaltungen noch ein bisschen beim Thema Energieversorgung, aber auch zu den anstehenden Landtagswahlen in NRW gibt es dann eine Frage. Das ist ein bisschen gekoppelt und das macht der Herr Dirk Raphael, den wir jetzt herzlich begrüßen. Hallo Herr Raphael, grüße Sie. Ja, schönen guten Abend, Herr Röttgen. Ich hoffe, Sie können mich hören und sehen. Wir hatten ein kleines technisches Problem erstmal zu lösen und müssen ein bisschen improvisieren. Das ist alles sehr klar, alles super. Gut. Okay, ich komme aus Wermelskirchen, ein Land in Nordrhein-Westfalen und bin CDU-Mitglied, 56 Jahre alt. Jetzt kann ich nicht aufsehen. Und bin diplomischen. Was mich interessieren würde, Herr Röttgen, wenn Sie CDU-Vorsitzender werden, welche besonderen Weichen würden stellen, damit wir in Nordrhein-Westfalen und bei der nächsten Bundestagswahl wieder über 40% holen? Das wäre meine erste Frage. Also das... Dadurch, dass wir geschlossen als CDU in Deutschland, als CDU-CSU in Deutschland
dieses Landtagswahlkampfjahr 2022 angehen, indem wir aus einem Guss unsere Idee für das Land darstellen. Und Nordrhein-Westfalen, meine Heimat, spielt dabei ohne die anderen, das Saarland, das vorher kommt, Schleswig-Holstein, das vorher dran ist, Niedersachsen nach uns, Nordrhein-Westfalen spielt dabei eine ganz besondere Rolle. Für das, was ansteht, nämlich nachzuweisen, dass die CDU in diesen Zeiten die Partei ist, die den wirtschaftlichen Erfolg, die Bewahrung unseres Charakters als Industrieland in der Lage ist zu verbinden mit einer modernen, auf Klimaneutralität hinarbeitenden Politik. Das hat Hendrik Wüst, der neue Ministerpräsident, in seiner ersten Rede im Landtag nach seiner Wahl ganz stark in den Vordergrund gestellt. Und diese Verbindung von wirtschaftlich-industrieller Kompetenz und klimapolitischem Wollen, das ist etwas, was, glaube ich, die CDU gerade in Nordrhein-Westfalen kann und damit viele anspricht. Und das zweite Thema, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, gerade in Nordrhein-Westfalen für die CDU, personifiziert durch unseren Innenminister Herbert Reul. Ganz am Anfang wurde ja gesprochen darüber, dass Personen auch Inhalt darstellen müssen, verkörpern müssen. Der nordrhein-westfälische Innenminister verkörpert wie kein zweiter, ja, ich würde jetzt sagen, in Deutschland. Und darum sind wir stolz darauf, dass wir ihn in Nordrhein-Westfalen haben. Den konsequenten Einsatz gegen Kriminalität, organisierte Kriminalität, Clan-Kriminalität, Ausstattung der Polizei, Respekt für die Polizei, Personalaufstockungen. Das heißt, diese Kombination innere Sicherheit als Markenzeichen plus modernes, ökologisch verantwortliches Industrieland mit einem jungen, dynamischen, gestaltungswilligen Ministerpräsidenten an der Spitze, das glaube ich, das ist ein Protomodell für die CDU und da werden wir an einer Seite kämpfen und um diesen Wahlsieg und um jede Stimme kämpfen. Ganz herzlichen Dank, Herr Raphael, für Ihre Frage. Die zweite Frage müssen wir leider jetzt abbrechen, weil noch ganz, ganz viele andere Fragesteller da sind und denen wollen wir auch die Chance geben, ins Studio geschaltet zu werden. Aber ganz herzlichen Dank. Helfen Sie tapfer dabei mit, dass wir die 40% in NRW schaffen. Dann kriegen wir das gemeinsam hin. Und herzliche Grüße nach Wermelskirchen. Ich komme gebürtig aus Remscheid, ist ja nicht ganz weit weg. Machen Sie es gut. Grüße. Tschüss. Nachbarschaft, ja. Ja, ist auch nicht weit von mir zu Hause entfernt. Ja, genau, richtig. Ist alles ums Eck. Ja. Genau. Wunderbar. Wir kommen zu einer weiteren Zuschaltung. Diesmal von Herrn Luis Lohaus, einem jungen Mann aus Düsseldorf, der eine sehr persönliche Frage an Sie hat. Hallo, Herr Lohaus, grüße Sie. Guten Abend, Herr Dr. Röttgen. Wir haben uns letztes Jahr schon mal gesprochen um diese Zeit. Und auch dieses Mal geht es mir um eine Personalfrage. Damals habe ich Sie gefragt zum Thema Kanzlerkandidatur. Heute würde ich gerne von Ihnen wissen, warum Sie nicht gleichzeitig mit dem Parteivorsitz nach dem Fraktionsvorsitz greifen. Ganz abgesehen von der Rücksicht auf die Person von Herrn Brinkmann, wäre es für mich jedenfalls eine sehr willkommene Gelegenheit, sich auch gleichzeitig in der Opposition zu positionieren. Als Fraktionsführer, gleichsam als Oppositionsführer, ein Amt, das es ja offiziell nicht gibt, aber was als solches wahrgenommen wird. Und ich würde mir wünschen, von dem Kandidaten, den ich unterstütze, und ich habe mich immer für Sie erwerben können, das möchte ich hier auch nicht verhehlen, dass er auch sichtbar wird dann als Parteivorsitzender und auch als Oppositionsführer in der Öffentlichkeit und dann, wenn man so will, die Regierung auch vor sich hertreibt. Das ist, finde ich, gar nicht mal so unwichtig, dass dann auch der Parteivorsitz in dieser Union, in dieser Personalunion auch sichtbar wird in der Öffentlichkeit. Okay. Also zunächst mal, Herr Lohaus, freut mich Ihre Sympathie und Ihre Unterstützung und das jetzt schon über ein Jahr. Und Ihre Position ist natürlich auch absolut, würde ich mal sagen, plausibel und auch konsistent. Und trotzdem würde ich jetzt gerne mit Ihnen vielleicht auch ein bisschen austauschen hin und her, ob es jetzt in dieser besonderen Situation nicht doch besser anders ist. Also für die allgemeine Zeit, stimme ich Ihnen zu, ist es wahrscheinlich besser, beide Ämter in einer Hand zu haben oder in zwei Händen anstatt in vier Händen zu haben. Aber wir haben ja keine normale Situation. Wir haben diese Zäsur. Wir haben ein Wahlergebnis bekommen, das nicht nur schlecht war, das uns nicht nur in die Opposition geführt hat. Und jetzt geht es um Neuaufbau, um Aufbruch,
um die Möglichkeit, dass sich möglichst viele Menschen mit CDU und CDU-Politikern identifizieren. Und wenn ich das bedenke, dann bin ich zu dem Ergebnis gekommen, es ist jetzt nicht die Zeit, wo einer sagen sollte, ich mache alles. Sondern es ist eher die Zeit, wo wir sagen müssen, wir müssen auch mal breiter aufgestellt anfangen, mit unterschiedlichen Charakteren. Ralf Brinkhaus und ich sind das. Aber die auch entschlossen sind und sich zutrauen, gleichzeitig eng und vertrauensvoll miteinander zusammenzuarbeiten. Und darum bin ich eher in der Abwägung, Sie haben die Argumente, stimmen alle, aber in der Abwägung zum Ergebnis gekommen, es ist jetzt eher die Zeit, wo man etwas breiter sich aufstellt, um größere Breite und auch Identifikation erreichen zu können. Was würden Sie dazu sagen? Er nickt zumindest schon mal, also gutes Zeichen. Ja, also ich die Argumentation vollkommen nachvollziehen. Ich selber bin mir auch unschlüssig, ob das eine notwendige oder hinreichende Bedingung ist, um erfolgreich dann zu sein als neuer Parteivorsitzender. Ich meine, wenn wir uns die Geschichte ansehen, Helmut Kohl hat 1976 auch fast die absolute Mehrheit erreicht, ohne Fraktionsvorsitzender zu sein, und Oppositionsführer, das war Karl Carstens. Erst danach ist er Fraktionsvorsitzender geworden. Ich bin mir da selber unschlüssig. Deshalb war ich interessiert an Ihrer Meinung dazu. Und ich hoffe, dass Sie trotzdem in der Öffentlichkeit auch pointiert, akzentuiert dann werden. Also das hoffe ich auch. Aber ich glaube, diese Möglichkeit besteht auch. Das muss man mal sehen. Man ist ja in der Opposition, sind wir jetzt erstmal in der Partei ganz schön reduziert. Wir haben einen Parteivorsitzenden, einen Fraktionsvorsitzenden. Und wenn es nach mir geht, eine tolle Generalsekretärin, aber das sind drei Personen. Und wir treten gegen eine gesamte Regierung an, aus drei Parteien, mit Kanzler, Ministern und so weiter. Und darum glaube ich, dass kein Problem darin besteht, nach Gelegenheiten pointiert das Profil und die Aufbauarbeit der CDU zu vermitteln, darzustellen, kämpferisch im Plenarsaal, außerhalb des Plenarsaals. Ich denke, wir werden viele Gelegenheiten dazu haben und ich würde sie sehr gerne nutzen. Herzlichen Dank, Herr Loos, für die spannende Frage. Noch einen schönen Abend. Tschüss. Und weiter geht's. Es sind wirklich viele, viele Zuschaltungen da, muss man sagen. Also sehr viel Interesse, sehr rege. Richtig schön. Sie machen alle toll mit da draußen, muss ich wirklich sagen. Okay. Die nächste Zuschaltung ist von Ralf Kinzi. Da geht es um das Thema gleichwertige Lebensverhältnisse Stadt und Land. Da haben wir ihn schon. Grüße Sie. Hallo. Schönen guten Abend. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich hoffe, Sie hören mich. Grüß Gott. Wir hören Sie sehr gut. Perfekt. Ich komme aus Tauberbischofsheim. Das ist eine Kleinstadt in Baden-Württemberg, wie man unschwer sehen kann. Das ist mitten im ländlichen Raum. Das, ja, genau. Ja. War mal besser. Ja, okay. Wir leben hier im Kontrast zur Großstadt. Wir leben in einer anderen Lebenswirklichkeit zur Großstadt. Und deswegen meine Frage an Sie, wie formen Sie die CDU zu der Volkspartei, welche für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land steht? Und Nachfrage wäre dann, gibt es Unterschiede zwischen West und Ost? Ja, machen wir erstmal Stadt und Land und dann West und Ost. Das ist ja das Besondere der CDU. Volkspartei schließt beides ein. Und spielt nicht Stadt gegen Land oder Land gegen Stadt aus, spielt nicht Frauen gegen Männer aus, Arbeitnehmer gegen Selbstständige. Und darum sind wir die Partei für Stadt und Land. Darum bin ich zum Beispiel skeptisch zu sagen, jetzt machen wir eine Strategie CDU-Großstadtpartei. Und daneben legen wir eine Strategie CDU-Partei für den ländlichen Raum. Ich glaube, wir müssen es zusammenbringen. Und es gehört auch zunehmend zusammen. Nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Arbeit, Wohnen, Mietpreise, Verkehr und Verkehrsbelastung. Das greift ineinander. Denn durch die Digitalisierung wird der Ort der Arbeit tendenziell immer weniger wichtig. Sie können digital basierte Arbeit von jedem Ort aus machen. Von Stieldorf in Königswinter im Siebengebirge, wo ich lebe, oder von Köln oder Hamburg aus. Das ist völlig egal. Es ist aber nur dann völlig egal, wenn die digitale Infrastruktur im ländlichen Raum da ist und wenn auch andere Verkehrsmobilität da ist, weil wenn man als Familie dort lebt,
dann ist das ein wesentlicher Teil natürlich der Attraktivität des Wohnortes. Das heißt, in dem Maße, in dem die Erschließung, die Infrastrukturerschließung des ländlichen Raumes digital und in Verkehrsinfrastruktur gelingt, entlaste ich die Städte, sorge für eine Absenkung der Wohn- und Grundstückskosten und mache den ländlichen Raum attraktiver. Und ich glaube, in diesem Zusammendenken liegt eine große Chance. Es stimmt, es bleibt natürlich bei Unterschieden und man muss die Unterschiedlichkeit ansprechen, aber sie nicht im Gegensatz dann gegeneinander aufwiegeln, sondern man muss ein einheitliches Konzept daraus erarbeiten. So, das glaube ich, muss unsere Aufgabe sein. Bei uns muss Großstadt vorkommen und man muss mal sagen, dass wir in Teilen jetzt Platz 3, Platz 4 sind, in Großstädten, in Unistädten allemal, Wahlkreise nicht mehr gewinnen, OBs verlieren, das dürfen wir nicht akzeptieren. Wir dürfen nicht sagen, das ist jetzt eben so, das sind wir nicht mehr, es sind nicht unsere Milieus. Nein, wir müssen diese Milieus erobern, weil wir die moderne Partei der Mitte sind. Das ist auch möglich. Wir haben die Werte dazu und die Konzepte werden wir entwickeln. So, Ost und West, das sorgt bei mir für Sorgen, das sage ich ganz offen. Weil ich registriere und beobachte, nicht zuletzt, weil ich auch relativ viel im Wahlkampf in den neuen Bundesländern war und auch davor, dass sich die Gesellschaften auseinanderentwickeln. Nehmen Sie mal allein die parteipolitische Lage, die Konfrontation in den neuen Bundesländern, CDU mit AfD, ist eine ganz andere als der Wettbewerb CDU mit Grünen, sagen wir mal in Großstädten, es in Westdeutschland ist. Und wir haben dort einen auch besonders schlecht abgeschnitten. Viele Menschen dort fühlen sich zurückgelassen, im Stich gelassen. Sie haben Verlust erlebt und haben darum viel größere Verlustängste als diejenigen, bei denen es immer aufwärts ging im Westen, wie bei uns, auch bei mir. Und darum, glaube ich, müssen wir darüber uns wieder viel mehr Gedanken machen und müssen zwischen Ost und West schon in der CDU viel intensiver ins Gespräch kommen. Herr Kienzle, ganz herzlichen Dank für die wichtige Frage. Perfekt. Und auch Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Grüße nach Berlin. Grüße an die Röttgen. Zurück nach Zauberbischofsheim. Und künftig mehr Erfolg beim Fechten. Ciao. So, noch 15 Minuten liegen vor uns. Ja. Die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Das und wir sagen, haben noch fünf Mitglieder in der Leitung, die gerne zugeschaltet ja. werden müssen. Das bedeutet... Kürzer. Exakt. Gut. Das passt auch wieder. Wunderbar. Wir freuen sich vermitteln. Ja, gut. Ich habe es versucht auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt, das ist auch ganz spannend, zu einem relativ neuen Mitglied, nämlich zu Herrn Ralf Schulz. Hallo Herr Schulz, grüße Sie. Ja, schönen guten Abend, Herr. Ja, schönen guten Abend, Herr Röttgen aus Speyer. Hallo Herr Schulz. Für mich als relativ neues CDU-Mitglied. Ich höre jetzt gerade ein Echo von mir. Also für mich als relativ neues CDU-Mitglied ist Ihr Profil bisher im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern dieses Mal und auch das letzte Mal eigentlich am unschärfsten geblieben. Also auch Ihr Mitgliederbrief bleibt meines Erachtens mit vielen Themen, die Sie abdecken, eher allgemein und beliebig. Und deswegen meine erste Frage ist, was sind denn Ihre drei Kernthemen und wirklichen Herzensanliegen? Und zweitens, ich bin über den Wirtschaftsrat in die CDU gekommen. Und was ist denn Ihr Angebot an mich als Geschäftsführer und eher Wirtschaftsliberal beziehungsweise Geschäftsführer eines Mittelständlers mit ca. 150 bis 200 Leuten im Vergleich zum Beispiel zu Ihrem direkten Wettbewerber Herrn Merz? Also vielen Dank für die kritische Frage und auch die offene Kritik, die Sie geübt haben. Und dann sagen Sie ja, dann sag doch mal konkret. Also Sie fragen ja jetzt auch persönlich und nicht nur strategisch, was liegt denn Ihnen am meisten am Herzen? Und da sage ich als Erstes, und das Erste, was mich am meisten umtreibt, das ist das, was ich europäische Selbstbehauptung nenne. Das ist die Frage, was wird aus unserem Europa Ende des Jahrzehnts geworden sein? Sind wir auseinandergekracht mit Polen, den Osteuropäern, weil wir fundamental uns nicht mehr einigen können, weil auch Machtpolitik da eine Rolle spielt und damit das europäische Projekt gescheitert ist? Das ist nicht mehr gesichert, dass wir zusammenbleiben. Und das Zweite ist, lernen wir zum Beispiel etwas aus dem Desaster von Afghanistan? Aus amerikanischem Rückzug, aus neuen Prioritäten, dazu zählt nicht mehr Europa, und der Erfahrung europäischer Ohnmacht. Finden wir uns ab damit, dass die Europäer nicht in der Lage sind, ihre eigenen vitalen Interessen und Werte zu vertreten?
und sind wir bereit, dass wir marginalisiert werden? Das ist für mich die erkennbar historische Frage dieses Jahrzehnts. Ich bin jetzt wieder zu lang, aber es treibt mich wirklich um. Ich habe noch nichts gesagt. Und die aber Sie haben so, und ob wir Deutschen, ich leide nicht an deutschem Größenwahn oder sonst was, aber ich sehe diese deutsche Verantwortung, weil wir die Fähigkeiten haben, als Ingenieurland, als Industrieland, werden wir einen wichtigen Beitrag dafür leisten, der Welt zu beweisen, dem 30% CO2-Emissionsland, an den 30% der globalen Emissionen China, beweisen, dass wirtschaftlicher Wohlstand und Wachstum mit Klimaschutz vereinbar ist. Dass sogar Klimapolitik, Klimaschutz eine Bedingung von künftigem Wachstum und wirtschaftlichem Erfolg ist. Und damit übrigens unser eigenes Wirtschaftswunder schaffen, aber auch diese Verantwortung weltweit wahrnehmen. Das sind die beiden großen Themen, die mich wirklich umtreiben. Und jetzt sagen Sie, ich bin Geschäftsführer eines Unternehmens, ich bin selbstständiger Rechtsanwalt, meine Frau ist Rechtsanwältin, in meiner Familie gibt es eine ganze Reihe von Selbstständigen. Unternehmertum, etwas schaffen, Risiko eingehen, Verantwortung übernehmen, aber auch vom Staat dann nicht im allerwesentlichen Bürokratie und Dokumentationspflichten noch und nöcher aufgebrummt zu bekommen, sondern ermuntert zu werden. Zuleistung und auch die Früchte haben dürfen von wirtschaftlichem Erfolg. Das ist meine Grundüberzeugung. Ich bin Marktwirtschaftler durch und durch für Wettbewerb, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft. Und darum, glaube ich, verbindet uns ziemlich viel. Herr Schulz, ganz herzlichen Dank für Ihre Frage. Okay. Und Ihnen noch auch einen schönen Abend. Danke sehr. Tschüss. Sie haben selber gerade das Thema Europa angesprochen. Mhm. Und wieder kommt es. Und wieder klappt die Überleitung. Also es ist wirklich ein Automatismus, der richtig gut ist. Denn jetzt kommt Axel Kiel mit einer Frage zum Thema Migrationspolitik. Bitte schön. Guten Abend, Herr Röttgen. Mein Name ist Axel Kiel, komme aus dem Kreisverband Pinneberg in Schleswig-Holstein, bin auch ein relativ neues CDU-Mitglied, bin nämlich so ziemlich unmittelbar nach der Bundestagswahl eingetreten. Ja, und möchte einfach auch mithelfen, dass sich was ändert. Aber meine Frage zur Migrationspolitik. Wie wollen Sie erreichen, dass die Wirtschaftsmigration, die vor allem über das Asylsystem in die EU und vor allem auch nach Deutschland kommt, eingedämmt wird? Also Migration aus Armut und Perspektivlosigkeit in das europäische und vor allen Dingen deutsche Paradies, das ist eine Erscheinung unserer Zeit. Wenn Arm und Reich so nah aufeinander prallt. Aber Sie haben ja konkret gefragt, was tun Sie dagegen, den Missbrauch des Asylrechts? Das ist ja eine Sache, also aus wirtschaftlichen oder auch aus Armutsgründen, wenn dann die Migration stattfindet. Das ist nicht Asyl, das ist kein Asylgrund. Und das ein Wichtiges, wenn ich mich darauf jetzt beschränke, was wir machen sollten, ist, dass wir Fehler vermeiden. Im jetzigen Koalitionsvertrag, ich habe ihn nur überflogen, aber ich glaube, es ist drin, ist ja vorgesehen der sogenannte Spurwechsel. Der Spurwechsel heißt, dass es möglich gemacht werden soll, dass einer, der Asyl beantragt in Deutschland, auch dann, wenn das Asyl abgelehnt worden ist, dann die Spur wechseln kann und eine normale Migration und Arbeitsmigration sich aus dem ursprünglichen Asylantrag ergeben kann. Das ist natürlich fatal, nicht zwingend im Einzelfall, aber wenn das in Deutschland die neue Rechtslage wird und die Ampelkoalition ist entschlossen, dann schaffen sie natürlich eine Motivation für den Wirtschafts- oder Armutsflüchtling, es über das Asylrecht zu versuchen, relativ lange, jahrelang Prozesse darüber zu führen und am Ende zu sagen, naja, dann werde ich doch ein Arbeitsmigrant. Also das wäre ein fataler Fehler, der diesen Fehlanreiz von deutscher Seite bei den Wirtschafts- und Armutsmigranten geradezu noch befördern würde. Das sollten wir unbedingt unterlassen und die Koalition mit allen Möglichkeiten dazu bringen, das nicht zu machen. Herzlichen Dank, Herr Kiel. Und danke auch, dass Sie gleich nach der Bundestagswahl eingetreten sind und uns unterstützen wollen. Die richtige Einstellung. Wunderbar. Toll. Ganz lieben Dank. Machen Sie es gut. Tschüss. Ja, Sie auch. Tschüss. Und jetzt kommen wir zu Herrn Rolf Justi. Er hat eine Frage zum Thema Bundeswehr. Hatten wir heute auch noch nicht. Herr Justi, grüße Sie. Ja, ich grüße Sie ebenfalls aus dem schönen Marburg. Insbesondere Sie, Herr Dr. Röttgen. Und meine Frage zur Bundeswehr, insbesondere zur Bewaffnung mit Panzerabwehrdrohnen. Ist ja die,
Diskussion um Drohnen geht ja voran. Und nach der Wiedervereinigung ist ja kräftig abgerüstet worden. Insbesondere wir in Deutschland haben sämtliche Panzer abgerüstet. Hat das Russland ebenfalls getan? Ich setze da ein ganz großes Fragezeichen. Insbesondere, wenn man die Aufmärsche betrachtet an der ukrainischen Grenze in letzter Zeit, dann kann man doch Zweifel daran haben. Was tun? Neue Panzer sind sehr, sehr teuer und auch nicht so schnell herzustellen. Und deswegen mein Vorschlag, Panzerabwehrdrohnen in großer Zahl herzustellen. Meine Frage, wie stehen Sie zu diesem Vorschlag, zumal ja jetzt im Koalitionsvertrag überraschenderweise Kampfdrohnen nicht mehr ausgeschlossen werden? Wie stehen Sie allgemein zur Bundeswehr? Was sollten wir tun, um ihr wieder zu größerer Akzeptanz zu verhelfen? Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank und vielen Dank für diese Frage. Und ich freue mich darüber, dass die Bundeswehr hier zur Sprache gekommen ist. Und ich finde auch in genau der richtigen Tonlage, die Sie haben anklingen lassen. Und da teile ich auch das, was Ihre Meinung ja offensichtlich ist. Ja, wir haben übrigens, ich würde es auch so sagen, wir haben in einer Situation, wo es hieß, wir sind von Freunden umzingelt, das ist alles vorbei, die Fähigkeit zur Verteidigung des Landes und des Bündnisses, haben wir die Bundeswehr viel zu stark reduziert in ihren Fähigkeiten. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren wieder aufgebaut. Aber ich möchte gerne mein Grundverständnis hier sagen, dass unser Land über eine einsatzfähige, bestens ausgestattete, mit Respekt behandelte Bundeswehr verfügt, ist für mich nicht die Frage, dass wir irgendwie ein 2%-Ziel in der NATO abgegeben haben, sondern es ist für mich eine Frage des staatlichen Selbstverständnisses. Und es ist so, das zu haben. Und darum muss die Bundeswehr jetzt in einem verlässlichen Finanzplan und Strahl diese Aufwüchse, die Bedingung für ihre Ausstattung sind und ihre Einsatzfähigkeit, wie es in den letzten 6 Jahren gegeben hat, haben den Etat ja jedes Jahr erhöht. Wir sind jetzt bei rund 50 Milliarden Euro wieder. Das muss verlässlich sein, sonst war alles für die Katz. Und zweitens haben Sie auch recht darin, dass die sicherheitspolitische Lage sich eben vollkommen verändert hat. Wir haben eine bedrohliche Situation. Ich will Sie gar nicht jetzt hier irgendwie Ängste schüren, aber keiner weiß ganz genau, was der diesmalige massive Truppenaufmarsch russischer Truppen an der ukrainischen Grenze bedeutet. Es heißt auch nicht, dass wir mit eigenen Einsätzen da natürlich gefragt sind. Es wird keine militärische Konfrontation geben, aber wir haben eine angespannte Lage. In den baltischen Staaten, zu denen ich ein enges Verhältnis pflege, ist das ist im Alltagsbewusstsein vorhanden. Und darum ist unsere Bündnispflicht, unsere Verteidigungsfähigkeit im Bündnis etwas ganz Wichtiges. Und zwar mit den Methoden und Einrichtungen, die es heute bedarf. Und dazu gehören jedenfalls Drohnen und bewaffnete Drohnen als Ausstattung der Selbstverteidigung bei Einsätzen. Wunderbar. Dankeschön für die konkrete Antwort und die spannende Frage von Ihnen, Herr Justi. Und auch Ihnen noch einen schönen Restabend. Danke fürs Mitmachen. Dankeschön. Tschüss. Ihnen auch und viel Erfolg noch. Danke, Herr Justi. Ja, wir haben noch 5 Minuten. Wir haben noch Zeit für eine Schalte. Das ist die letzte des heutigen Abends. Und die Ehre gebührt Herrn Nico Kröger. Und es geht wieder zurück zum Thema CDU. Hallo, grüße Herr Kröger. Ja, guten Abend aus Lüneburg. Und zwar wählt die CDU jetzt innerhalb von 3 Jahren schon den 3. Vorsitzenden. Das ist eine ziemlich große Zahl für 3 Jahre. Und was macht Sie zuversichtlich, dass Sie die Partei länger führen können als AKK oder Armin Laschet? Also glauben Sie, dass Sie länger durchhalten können als Ihre Vorgänger? Und würden Sie dann auch nach der Kanzlerkandidatur greifen? Hallo, Herr Kröger. Schön, dass Sie dabei sind. Also meine feste Absicht ist, wenn ich gewählt werde, dafür zu sorgen, dass wir dann 2 Jahre lang, nämlich die reguläre Amtszeit eines Vorstandes, nicht mehr wählen. Hinterher ist man immer schlauer, natürlich, klar. Aber wenn man zurückschaut, Sie sagen, ja, wir haben jetzt, das ist der 3. Vorsitzende, der jetzt in relativ kurzer Zeit, seit Angela Merkel nicht mehr kandidiert hat, haben.
wenn eine Persönlichkeit, wie dieses Mal Angela Merkel, man kann es aber auch in der Geschichte der CDU sehen, nach 15 Jahren Kanzlerschaft, 18 Jahren Parteivorsitz, den Parteivorsitz abgibt, dann entstehen und angekündigt hat, nicht mehr für das Kanzleramt zu kandidieren, dann entstehen auch Umbruchphasen, dann ist das auch eine Phase von Unsicherheit. Und die kann sich dann eben auch, wenn andere Umstände dazukommen, genau darin äußern. Hinterher ist man immer schlauer. Aber ich würde sagen, jetzt ist dann auch mal die Zeit der Stabilität angesagt. Und für die möchte ich stehen. Diese Erneuerung muss stattfinden. Ich habe den absoluten Willen dazu, die CDU wieder stark zu machen, in der Breite, akzeptiert, respektiert in der Bevölkerung, intellektuell vorne bei den Themen und gleichzeitig mit klarem Blick auf normale Alltagssorgen. Wer dann antritt für die CDU, das stellt sich in 3 Jahren. Wir müssen Schritt für Schritt gehen. Wir sind jetzt Opposition, das nehmen wir an. Wir bauen unsere Alternative Schritt für Schritt auf und dann werden wir sie präsentieren, auch personell, in der Verbindung von Person, Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz, die wir uns erarbeitet haben. Ich würde sagen und sehr dafür plädieren, dass wir diese Schrittreihenfolge einhalten. Und ich freue mich, wenn Sie dann auch noch dabei sind, in Ihrem jungen Alter dafür zu sorgen, dass die CDU strahlt, stark ist und sympathisch ist. Wunderbar. Sie haben jedenfalls schon einen richtigen Schritt gemacht, nämlich die Frage heute zu stellen. Ganz herzlichen Dank dafür und auch Ihnen noch jetzt einen schönen Abend. Danke fürs Mitmachen. Ja, danke ebenso. Tschüss, Herr Köhler. Tschüss. So, und zum Abschluss der Zuschauerfragen habe ich mir noch was Vorweihnachtliches rausgesucht. Denn Frau Waltraud Ahner möchte wissen, lieber Herr Dr. Röttgen, werden Sie in diesem Jahr die Christvesper besuchen? Also ich gehe fest davon aus, dass es nicht wegen einer weiteren Zuspitzung der pandemischen Lage verboten wird und nicht möglich sein wird. Wenn, ist das unser Bedürfnis und es gehört zum Weihnachtsfest dazu. Herzlichen Dank. Es war eine wirklich spannende Diskussion, sehr intensiv. Okay, ja. Und Christine, sicher auch im Chat, komm da gerne noch mal zu uns in die Runde. Gerne. Ja. Wie lautet denn dein Fazit der Diskussion heute? Wir hatten viele Fragen auch im Chat und schriftlich vorab eingereicht, aber ich glaube, mit den Zuschaltungen haben wir da auch viele Themen abgedeckt. Mhm. Ja. Wir würden aber gerne noch mal wissen, was nehmen Sie denn aus diesem Abend mit und was geben Sie auch den Zuschauern mit? Also wir haben das ja alle erlebt. Ich nehme ganz viel mit. Ich nehme mit, wie engagiert Mitglieder der CDU sind, in welcher Bandbreite der Generation sie da sind. Frauen und Männer von Pinneberg bis Tauberbischofsheim. Also wir sind regional verteilt. Und eigentlich das Wichtigste, was ich mitnehme, ist, da ist ein Wille da, da ist ein Fundus da, diese CDU soll wieder stark werden. Wir geben die nicht auf, sondern im Gegenteil, wir bauen sie jetzt in dieser Situation, die gerade schwer ist. Und weil sie schwer ist, sind wir da und arbeiten in ihr und wollen eine gute Zukunft. Das finde ich also wirklich toll, ist eine echte Ermutigung gewesen. Ja, was geben Sie? Ich würde sagen, ich gebe alles, um das zu machen. Perfekten Schlussworte. Vielen Dank. Ja, und ich sage auch herzliches Dankeschön an Sie, lieber Herr Röttgen, aber vor allem auch an Sie, liebe Gäste an dem Bildschirm. Über 6.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren wieder heute dabei. Das ist eine tolle Resonanz. Ganz herzlichen Dank dafür und auch fürs tolle Mitmachen. Das war ein bunter Themenmix. Das war kurzweilig, wie wir, glaube ich, alle bestätigen können. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ein herzliches Dankeschön geht auch an das gesamte Team im Konrad-Adenauer-Haus. Denn Sie glauben gar nicht, wie viele Kolleginnen und Kollegen, die Sie alle jetzt nicht sehen können, daran mitwirken, dass so ein Abend auf die Beine gestellt werden kann. Von der Regie, über die Produktion, über die Technik, die Hotline, die Redaktion und nicht zuletzt diejenigen, die uns hier alle in schönem Ton und schönem Licht erstrahlen lassen. Also allen Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön. Wenn Sie wollen, und ich gehe davon aus, dass Sie das wollen, sehen wir uns morgen um 18.30 Uhr wieder, damit Helge Braun zum nächsten CDU Live. Ihnen allen jetzt einen wunderschönen Restabend und vor allem bleiben Sie gesund und munter. Tschüss. Tschüss und vielen Dank. Alles Gute.